frische Trauben. Boah, sind die süß, geil. Das Gestell für die Küche ist jetzt fertig. Jetzt kümmere ich mich um die Seitenverkleidung, um die Schubladen und um die Arbeitsplatte. Hierfür habe ich mir 12 mm starke Birkenholzbretter besorgt und eine 15 mm starke Arbeitsplatte, auch aus Birkenholz. Die Schubladen aber an sich werden hier aus ganz günstigem Leimholzbrettern gebaut. Hier aus dem Leimholz baue ich mir jetzt den Rahmen für meine Schubladenkästen. Der Boden wird aus dem Restholz von dem Buchenholz, was ich mir damals gekauft habe, verwendet. Von daher, erstmal zuschneiden und dann legen wir los. Away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone back now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat, like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me good, you got me good. I keep on trying. Das hier wird meine Arbeitsplatte. Hierfür waren die großen Fichtenvierkanthölzer zu dick, zu stark, um das Ganze hier plan mit dem Rahmen zu verbauen. Aus dem Grund habe ich jetzt hier kleinere Hölzer dran gemacht. Die habe ich auch vorerst hier jetzt an das Ganze angeleimt und angedübelt, sodass das Ganze dann noch ordentlich hält und ich hier dann später reinbauen kann, um die Befestigung anzubringen. Jetzt muss das Ganze trocknen. Währenddessen kümmere ich mich dann um die Tür und um den kleinen Tisch, den ich bauen möchte. So Freunde, gestern sind mir leider die Scharniere ausgegangen, somit konnte ich die Tür nicht anbringen. Heute aber kommen wir zur Montage. Ist doch noch ein bisschen kalt am frühen Morgen, weil die Sonne noch nicht da ist,
aber dank der dicken Jacke geht das auch in Ordnung. Jetzt kümmern wir uns hier um die Montage und dann bauen wir das ganze Bus ein. Put your hands on my back, boy. Das hier ist altes Leder aus einer Chesterfield Couch. Die Farbe ist zwar ein bisschen Cognac-farben, aber passt trotzdem perfekt zum Bus, denn im Dunkeln sieht es richtig schön dunkelbraun aus. Daraus schneide ich jetzt meine Türgriffe und meine Schubladen. So Freunde, Teil 1 der Küche ist fertig, das Gestell steht, die Türen und die Schubladen sind alle dran, die Arbeitsplatte ist ready to rumble, aber mit der Einrichtung, so wie sie jetzt aktuell ist, würde ich keine Campingzulassung bekommen, weil ich habe hier oben kein Spülbecken und kein Wasser. Und für eine Campingzulassung brauche ich auf jeden Fall sowohl Frischwasser als auch einen Abwassertank. Und des Weiteren sind die Schubladen und die Schränke noch gar nicht eingerichtet, nur das grobe Grundgerüst, das steht jetzt, um hier im zweiten Teil richtig Gas zu geben und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Hier oben rechts, hier habe ich eine kleine Tür, hier wird was reinkommen, ein kleines Verstaufach. Und hier oben zwei Schubladen, die mit selbstgebauten Scharnieren einwandfrei funktionieren. Die Griffe, die sind hier von der alten Chesterfield Couch. Das dicke Leder habe ich mir genommen, zugeschnitten und hier dran geschraubt. Finde ich auf jeden Fall passend zu der ganzen Einrichtung. Sieht sehr, sehr gut aus. Dann habe ich hier den ersten Teil für die Campingzulassung, was in der Küche sein muss, schon drin. Und zwar ist das hier der kleine Tisch, der dabei sein muss. Sowohl bei der Fahrt muss der fest verstaubar sein. Und wenn er steht, muss er auch fest installiert sein. Das heißt, ich kann hier einfach mit Magnet, zack, das Tischbein ausklappen, hinstellen und et voilà, ich habe einen kleinen Tisch. Vollkommen ausreichend, das würde dem TÜV ausreichen, denn das ist ein kleiner Tisch, sowohl zum Essen als auch zum Arbeiten dienen kann. Und das ist dem TÜV-Prüfer, glaube ich, meines Erachtens vollkommen ausreichend. Kann ich das Ganze anheben, zack, Tischbein wegklappen, Tisch wegklappen, et voilà. So, dann habe ich hier noch ein kleines Fach, da kommt noch eine Trennwand rein, sodass ich hier ein paar Fächer reinbauen kann, um hier gewisse Geschirrunterlagen, also zum Beispiel ein paar Becher, Teller etc., Pfannen und sowas reintun kann, dass hier die ganze Seite mit den zwei Schubladen dann eher für die Küchenutensilien sind. Auf der linken Seite habe ich auch noch ein kleines Fach. Hier wird keine Wand hinkommen, denn ich möchte hier in diesem Fach irgendwann mal dann die Surfbretter durchschieben können, dass sie hier bis zu vorne in die Küche geschoben werden, ohne dass sie mir hier im Fußraum liegen. Hier hinter den Tisch werden dann die Abwasserkanister für die Spüle kommen, sowohl das Zuwasser als auch das Abwasser werden hier hinten dran Platz finden und das hier wird frei bleiben. Hier wird aber auch noch ein kleines Regal drankommen, was aber hier oben hängen wird und nicht auf dem Boden sein wird, denn hier auf dem Boden brauche ich den Platz, um später mal von hinten der Heckklappe durchzuladen bis vorne hin. Natürlich kommt hier auch noch ein schönes Spülbecken hin. Hier habe ich mir eine richtig schicke,
aber eine kostengünstige Variante überlegt. Das seht ihr dann im nächsten Video und das Ganze wird dann auch wieder passend hier zu der ganzen Inneneinrichtung sein. Mir gefällt es sehr gut. Ich freue mich auf die Inneneinrichtung, ich freue mich auf die Installation der Küche, denn dann geht es erst richtig rund und dann kommen richtig coole Ideen. Und ich freue mich darauf und ich würde sagen, das war's im ersten Teil von der Küche. Der zweite Teil dann am nächsten Sonntag. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar in die Kommentare. Von daher, bis dahin, Peace. Vielen Dank, ciao, ciao. Das Beste aber, Freunde, an der ganzen Küche ist folgendes. Bequeme Couch. Geiler Ausblick, schön aufs Meer, Fenster auf, eine warme Brise zieht durch den Bus, erfrischend ein bisschen, ein schönes kaltes Bier und dann Deluxe, Freunde. Das ist richtig geil. Alter, wie Bock ich gerade habe, zu Olive Tüch zu fahren, der ist gerade in Frankreich unterwegs. Meine Fresse, das wäre richtig nice.